Und damit sage ich mal wieder Hallo und Hallo und Hallo und Hallo. Und Mahlzeit, genau. Genau, also auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe in der Zeit etwas gemacht, wo ihr nicht da seid. Und zwar, ich habe zwei Gebäude abgerissen. Böse. Ja, ich böse, weiß. Pasco, böse. Sakrileg. Ja, genau. Wir haben jetzt hier endlich unser schönes Gewerbehäuschen fertig gemacht, Freiflächen zu haben. Das ist nun wirklich keine Fläche, das ist ein Zweihochhausgebäude. Freies Unternehmen. Also es sieht eigentlich ganz nett aus. Ich bin gespannt, was rauskommt. Vielleicht eine Bank? Wir haben noch keine Bank. Das wäre doch mal was, ne? Wie war das noch mit dem Banküberfall? Weiß nicht, aber hier Lügner-Immo. Oh. Gewerbe-Lügner-Immo. Freiflächen zu haben. Ist keine Lüge. Oha, ja, hier wollen sie mir jetzt Recycling andrehen, die Schweine. Ach, Recycling. Komm schon, ist doch toll. Lässt sich auch gut Geld mitmachen, so ist es ja nicht. Bürgermeister, wir brauchen unbedingt mehr Busse. Himmel, noch eins. Wir kommen uns schon so vor wie die Sardinen in der Öldose. Nee, dann möchte ich aber nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid ja dann ganz klebrig. Ich wünschte, diese Stadt hätte mehr zu bieten. Gut, dann gehe ich mal wieder nach Hause. Ja, deine Jungs hören sich ja sehr, sehr weinerlich an im Moment. Ich bin in dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Renovieren kann, ist das nicht toll? Ja, sehr toll. Klingst auf jeden Fall sehr begeistert, ja. Naja, ich habe genug Einwohner, 6.000. Was? 6.000? Ja. Bist du begeistert, ne? Okay, was hast du gemacht? Weiß ich nicht, die rennen mir alle weg. Ich weiß auch nicht. Wandern die etwa zu mir aus? Kann sein. Kommt sofort zurück! Kann ja mal gucken, ob da Pendler vielleicht auch... An alle Sims, die jetzt meine Videos, die jetzt gerade das Video gucken, kommt sofort zurück, sonst gibt's Haue. Oha. Ich meine Hausverbot, Stadtverbot, Autobahnverbot. Autobahnverbot, ja. Führst eine Maut ein. Autobahnmaut, genau. Müssen die alle ihren Ausweis für Autobahnverbot vorzeigen. Sind sie schon mal ausgewandert? Nein. Ihr Ausweis sagt aber ja. Oh, dann muss das wohl falsch sein. Das glaube ich eher nicht. So, jetzt müssten wir so langsam hier auf jeden Fall... Jetzt ist es also passiert. Gut, hohes Einkommengebiet haben. Die müssten jetzt eigentlich alle wachsen, genau. Sehr schön. Da kommen sie auch schon. Die ganzen neuen Mitbewohner. Mitbewohner? Mitbewohner, genau. So, wie sieht das aus mit unserem Strom? Oh. Der pfeift schon wieder auf dem letzten Loch. Ja, vielleicht wirklich mal schon eine große Turbine jetzt bauen. Jo. Besser. So, was sagt Wasser? Wasser sagt auch alles gut. Abwasser sagt es auch alles gut. Ja, ich sollte gleich mal wirklich eine Abwasserlinks bauen. Hatte ich ja schon längst vorgehabt, aber ich bin nie zugekommen. Oh ja. Naja, man weiß ja nie. Das hat aber wirklich jetzt was gebaut, was ich da gerade gemacht habe. Aber jetzt werde ich erstmal hier noch eine Bücherei hinmachen, das macht doch besser. Wie war das noch? Du hast doch die Casino-Stadt. Wieso sind bei mir hier die ganzen Verbrecher? Weiß ich nicht. Das ist ja schlimm. Und dann werde ich auch gleich mal Abendbrot essen. Da bin ich jetzt nämlich gerade eingeladen worden, das ist eigentlich toll. Oh her. Ja, dann lass es dir mal schmecken oder so ähnlich. Ja. Aber gleich ist. Naja, dann würde ich mal ganz kurz sagen, wir müssen dann mal ganz kurz einen Cut machen. Das wird ihr nicht merken. So, jetzt war ich mal dran mit dem Cut hier. Tja, muss halt auch mal sein, ne? Ja. Naja, das RL geht halt vor. Das ist halt einfach so.
haben jetzt hier eine schöne Bücherei, öffentliche Bibliothek, Ganz langsam, ganz langsam. Okay. Verschlucken. Das B schlucke ich weg, nein. Bibel. Bibliothek. Yay. Yay! Mindestens einer kriegt's hin. Ja, genau. Immer wenn ich jetzt das sagen möchte, wir haben eine schöne Bibliothek. Genau. Wundert euch nicht, wenn ich plötzlich meine Stimme immer verstelle bei Bibliothek. Das mache ich extra, damit es so anhört, damit unser Akira auch mal schlau sich anhört. Ich mache dann Akira Stimme nach und... Ich kann mich gar nicht schlau anhören, das geht gar nicht. Ne? Das ist unmöglich. Nee, setzt du keine Brille auf und machst dann für die Wissenschaft. Nee, das schon mal sowieso gar nicht, nein. Nee. So, da haben wir auch schon wieder das nächste Upgrade freigeschaltet. Mein Mikrofon ist so schwer, das fällt immer runter. So, was bauen wir dann als nächstes? Was brauchen wir denn jetzt unbedingt noch? Also ich möchte gleich mal so welche Erzanlagen ausprobieren. Zu meinem Tourismus. Das passt doch sehr gut. Eine Mischung aus Industrie und Terrorismus. Nein. Du hast eine Verkehrsabteilung stehen. Okay. Das heißt, Tourismusabteilung bräuchten wir noch, eine Sicherheitsabteilung und eine Bildungsabteilung. Die Tourismusabteilung. Ja, Tourismusabteilung bringt mir herzlich wenig, muss ich sagen. Naja, wobei, Parks, Stadien, Dann werde ich jetzt wohl anfangen, werden Sie Meister des Abbaus. Das hört sich doch ganz gut an und deshalb werde ich jetzt ein Erzwerk bauen. Ich bin ja eher dafür, dass wir jetzt erstmal Krankenhaus, Feuerwehr und Polizei aufrüsten. Muss ich mal sagen. Was hältst du davon? Polizei? Jetzt schon? Ja, bei mir sieht es eigentlich noch ganz gut aus, aber naja. Ja, Krankenhaus. Krankenhaus, das ist bei dir klar. Ja, dann machen wir das einfach mal. Touristen brauchen wir noch nicht, obwohl ich Tourismus bin. Ich brauche es wirklich nicht. Und ja, Feuerwehr und so könnten wir auch mal irgendwann gebrauchen. Uiuiui! Was ist denn da los bei deiner Stadt? Ist ja riesig. Was? Wasser abkaufen? Nö, ich kaufe kein Wasser. Wo bin ich denn? Ja, Stadt wächst, ne? Ja, Stadt wächst. Oh, das kannst du laut sagen. Sind aber immer noch 28.900 Einwohner gerade mal. Also von der Einwohnerzahl hat sich nicht viel getan. Aber das Geld wächst. Da kann ich mich nicht beklagen. Okay, das jetzt ist doch schon. 166.000. Also das ist schon ganz anständig. Gut, dann werden wir jetzt hier sowas bauen oder werden wir jetzt hier... Ich weiß, da vorne ist zwar auch ganz gut, ich rede jetzt von den Erzvorkommen, aber da ist es zu nah am Wohngebiet und da möchte ich es nicht so gerne machen. Und da machen wir es jetzt einfach jetzt hin. Du solltest natürlich auch vor allen Dingen auf das Windaufkommen achten. Da bin ich sowieso jetzt im Scheiß drin. Ist ja genauso wichtig bei so einen Sachen, das ist ja das Fiese dabei. Ehrlich? Da kommt Rauch raus? Ja, diese ganze Produktion, die du da noch hast. Du hast ja nachher noch vielleicht eine Eisenschmelze und die soll dann natürlich nah dran sein. Also sollte man sich dann überlegen, dass das gleich von vornherein alles da ist. Garage für Erztransporter. So, was machen wir denn jetzt hier? Hier kommt jetzt mal... Erzwerkschacht. Entendeichen. Ententeich? Ja, Entendeich, genau. Wie brauche ich jetzt das hier? Wir brauchen ein Handelsdepot. Mach ich doch gerne. Da kommt das Handelsdepot hin. Die Industrieleute mögen das jetzt richtig. Hätte ich mir fast schon denken können. Und sie werden auch ein bisschen auf Bildung setzen, auch wieder mal. Da werden wir jetzt warten, bis wir genug haben, um jetzt hier eine allgemeine Hochschule zu bauen. Scheint ja jetzt eigentlich, was sieht mit unserer Schule hier? 100... Wollte ich auch gerade sagen, da muss doch mehr hin. Kommt. Bildung kann doch nicht so schlecht sein. Wie viele Sims gehen eigentlich in den Unterricht hier? Oh ja. Uns ist genau das gleiche Problem. Wir brauchen einfach mehr Busanbindungen. Okay, dann. Also mehr Schulbusse. Und vor allen Dingen mehr Stationen. Bushaltestellen.
Wir können die Roherzgewinnung sowie die Lieferungszeiten verbessern, indem wir unser Erzwerk bearbeiten. Hier schauen Sie. Bearbeiten. Ja, was soll ich denn jetzt da bearbeiten? Wieder was aufdrehen. Was soll ich denn da schon machen? Erzwerkschild. Gratis. Naja, sie sollen ja ein bisschen was. Die sollen ja jetzt wissen, dass wir ein Erzwerk haben. Das ist schon ganz gut. Gut, dann sollte das jetzt eigentlich gut sein. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Sicherheitsabteilung. Hast du jetzt. Ja, genau. Sicherheitsabteilung. So, damit sollte jetzt auch die Anbindung der Schulbusse ein bisschen besser funktionieren. So hoffe ich zumindest. Versandlage, Kohlelager, Rohöl, Roherz. Ja, genau, Roherzlager brauchen wir. Und dann ein Versandlager. Ne, das haben wir da schon. Und dann brauchen wir jetzt noch Wagen, die das abholen. Woher? Gut. Dann haben wir jetzt ein Geschenk machen. Ein Geschenk? Mhm. Das hört sich aber... 40.000 Einwohner brauche ich dafür. Und ich baue eine Villa meiner Träume. Ach so, das? Ja. Sag mal, wie viele Einwohner hast du jetzt schon? Das sind 29.000. Aber jetzt gerade so wollen sie nicht mehr wachsen, die Schweine. Da muss noch mal was passieren hier. Unglaublich. Was denn? So viele Leute. Das ist doch nicht viel. Nee. Es ist ein Kleinstädtchen. Okay, ja. In echt gesehen, ja. In echt gesehen, ja. So, dann hier noch ausbauen. Da noch ausbauen. Da machen wir das auch. Dann müssten wir doch eigentlich auch irgendwie auf die 40.000 Einwohner kommen. Wäre ja schön. Ja, so schlecht wäre das doch auch nicht. 15.000 mal so eben geschenkt zu bekommen, das ist immer eine nette Sache. Ja, im Moment sind auch absolut alles okay von den Anforderungen. Alles geht runter soweit. Das ist doch schön. Der Einzige, wo sie mich die ganze Zeit mit nerven, ist mit Recycling. Ja, vielleicht solltest du das auch mal in Betracht ziehen. Ja, das wird auf jeden Fall noch kommen, weil das auch eine sehr gute Einnahme ist. Parks geschlossen? Wassermangel? Ich habe eigentlich auch diese Möglichkeit dafür. Hm. Aha. Gebäude brauchen Wasser. Das hört sich nicht gut an. Ja, aber jetzt brauchen die bestimmt alle Wasser. Verstopfte Rohre. Das ist auch nicht gerade so toll. Sagst du was? Auch schon und wieder groß. Verwaltung geschlossen. Strom und Wassermangel. Die Stadt braucht Strom. Die Stadt braucht Geld. Noch rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht. So hoffe ich zumindest, dass es rechtzeitig ist. Worauf? Strommangel. Ach so, bei dir auch? Schon wieder, ja. Ja, bei mir auch. Hm. Strom, Strom, Strom. Das habe ich ja auch noch nicht getestet. Geht das? Sache. Das ist natürlich eine nette Sache. Dann machen wir das jetzt erstmal so. So. Scheint ja richtig Erz reinzubringen jetzt. 31.000 Einwohner. Das geht mir immer noch zu langsam. Zu viel Abwasser. Die können auch nie zufrieden sein. Sind sie so unglücklich? Ah, 20 von 20 Tonnen Roherz. Wir brauchen mehr. Roherz. So, noch mehr. Und jetzt können wir das verkaufen. Welt, Markt, Lieferung verwalten. Lokale, Import, Export. Import. Nee, Export. Wir wollen es ja exportieren, nicht importieren. Also okay. Export. Loswerden ist ja die Devise. Okay. Jetzt sollten wir es eigentlich mit Geld kriegen. Wieso darf ich da bitte die Straße nicht ansetzen? Schwachsinn. Das ist doch, also,
Unglaublich hier. Der rennt. Darf ich das nicht machen? Der rennt im Dach rum. Wer rennt im Dach rum? Ein Typ, der rennt um das Dach rum. Also okay. In das Dach eigentlich auch. So, jetzt müsste das doch mal hier. Scheint ja ganz schön mit dem Roherz. Roherzexport machen wir unglaubliche Umsätze. Ja, da lässt sich richtig, richtig Geld mitmachen. Naja. So, ihr lieben Bewohner, kommt mal her. Zieht in die Stadt ein. Schon haben wir quasi das ganze Gelände bebaut. Was für ein Mist. Naja, wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch darum kümmern, dass diese ganzen Geschichten mal ein bisschen hochkommen. Wann war es das eigentlich? Dann sollten wir jetzt auch nochmal auf die Uhr gucken. Die Uhr sagt auch, wir sind quasi am Ende. Gut, dann hat die Uhr jetzt uns gesagt, dass es zu Ende ist, wie wir gerade gehört haben, und deshalb ist es jetzt auch für euch zu Ende. Ihr seid jetzt tot. Ah, Leck, Schlotter, das versteht man nicht leider gerade nicht ganz so gut, aber ihr habt sicherlich soweit ahnen können, worum es geht. Also Leute, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt SimCity. Ja, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Tschüss. Cut.